Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Wir sind wieder da, zu dritt, nackt. Oh. So. Ich bin eine kleine Mastsau, ich esse Schokobons. Es schmeckt. Gönn dir. Ich kam über Ostern aus dem Fressmodus gar nicht raus. Ey, wir sind nur am Fressen gewesen den ganzen Tag, egal wo wir waren. Ey, überall nur Okay. Fressen. Ich habe 4 Kilo zugenommen über Ostern. Okay. Boah, nee, ich habe mich zurückgehalten. Ich habe auch viel gegessen, aber ich habe es halt gleich wieder abgelaufen. Ja, du bist ja sowieso so ein Mensch, der nichts zunimmt, ne? Nee, das stimmt nicht. Nicht mehr. Ah, bist du Ja hier? gut, aber du, aber. Aber. Aber, du wirst ja auch nicht mehr gemästet. Bist du hier? Ja, ich habe mich selber gemästet. Ja, wenn's schmeckt. So. Was haben wir hier? Nix. Da drüben auch nix. Geil, mach den Breaker an, du Sau. Richtig strammer Typ. Ey, Daniel! Daniel! Der Super Mario-Film ist göttlich geil, ganz ehrlich. Ja, ich habe schon gesehen, der hat alle möglichen Kinorekorde gebrochen. Ja, das Lustige ist, bei Kritikern ist der verhasst. Bist du hier? Kritiker finden ihn scheiße, die Leute finden es aber geil. Ich weiß halt nicht mehr, was für Erwartungen die Leute auch in den Film gehen, die Kritiker, weißt du? Wenn die natürlich jetzt hier einen Epos erwarten, der die Geschichte der Welt neu erzählt, ja, dann hast du natürlich irgendwie Lack gesoffen, weißt du? Erst war sehr gut. Aber andererseits fragt man sich auch, ob die Kinorekorde wirklich so Rekorde sind. Gefühlt jeder Film hebelt die immer aus, egal welcher. Ja gut, es kommen zurzeit aber wirklich auch ein Blockbuster nach dem anderen. Ob man den jetzt selber als Ich habe Blockbuster den Klon betrachten muss. gefunden, ein Schädel oben im Badezimmer. Jo, unterwegs! Ob man das jetzt wirklich halt als Blockbuster betrachten muss, ist natürlich nochmal was anderes. Aber Kann ich dir nicht sagen, aber Peach hat einen geilen Arsch, reicht das nicht? Muss aber fragen. ja, sicher. Sind die wichtigen Fragen im Leben. Bist du hier? Antworte. Bist du hier? Richtig schön. So ein schöner Sonnenaufgang. Habe noch gar keinen richtigen Plan. Ich mache einfach nur. Wohnzimmertisch. Was war denn da los? Nein! Der Daniel! Nein! Nein, es hat Daniel erwischt. Unsere Sanity war noch auf 70%, habe ich gerade gesehen. Ja, da ist er. Freunde, es ist ein Dämon. Adelmann. Ja, das Kreuz ist schon zerstört, ne, auch. Ja, das auch, aber von der Zeit her hätte er noch nicht wieder handeln dürfen. Ja. Okay. Alter, du hast es so eilig, ne? Oh, der zerstört ja direkt alles hier. Aber keine Gefriertemperaturen. Bist du hier? Gut, jetzt haben wir natürlich, jetzt sind wir auch unter 50%.
Aber das klingt schon sehr nah. Jetzt sind wir natürlich auch weit runter mit der Sanity. Ja. Wir nehmen mal jeder eine Pille, würde ich sagen. Dann sind wir auf 80 fast. Jawohl. Das reicht. Obwohl, nimm du noch mal eine mehr. Nimm eine mehr. Ja. Okay, hab ich. Dann soll... was haben wir denn sonst noch für an denen? Räucherstäbchen, Kerze. Er hat sich Daniel im Hiding-Spot erwischt, ey, diese alte Schweinepriesterbacke. Okay. Schreibe was ins Buch. Gib mir ein Zeichen. Das Dämon, ich weiß gar nicht, was der hat, aber ich lege das einfach mal hier hin. Gefriertemperatur und Buch. Ah, okay. Gefriertemperatur und Buch und Fingerabdrücke natürlich. Ja, nicht unbedingt. Vielleicht ist es gar kein Dämon. Okay. Aber es muss was sein, was Early handeln kann. Weil der nämlich schon bei 70% ja. Sanity gehuntet hat. Und das kann eigentlich fast nur der Dämon. Deswegen, aber ich habe bisher noch... Ja, das Licht ist an. Das ist natürlich doof. Das ist ein bisschen doof, ist richtig. Ich mach's eben aus. Reib ins Buch. Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Da war Dotz. Dotz, ja, genau. Könnte ein Thay sein. Der Thay ist mit der einzigen Early handeln könnte. Wir haben nur Dots. Haben wir dann einen Orb oder sowas? Ja, Orb haben wir auch. Okay, das wird zum Thay passen. Dann musst du ja nur noch ins Buch schreiben. Gib mir ein Zeichen. Ich nehme das andere Buch noch mit rein. Ja. Sanity ist völlig in Ordnung. Erst matschen, okay. Okay, schreibe was ins Buch. Komm, Daniel, ich nehme deine Taschenlampe als Glücksbringer, ja? Der hat das hingeschmissen, ja. Das Buch, das Bild. Okay. Gib uns ein Zeichen. Schreib ins Buch. Du sollst hier nicht durch die Dots laufen, du sollst ins Buch schreiben. Ja, läuft schon wieder durch die Dots. Moment. Gut. Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Sag was. Komm. Bist du da? Schreibe jetzt ins Buch. Boomskalakalaka. Na komm. Schreib jetzt ins Buch. Komm, wir wissen alle, dass du ins Buch schreiben wirst. Das tu's also einfach. Mann, ey, dass man sich immer aufregen muss. Ja, schlimm.
die Geister auch nie hören. Ja, die machen, was man sagt, ne? Schlimm. Nee. Das ist, schlimm ist das. Wenn ich mir Daniels Leiche zudecke, findet mich der Geist vielleicht nicht. Gib uns ein Zeichen. Könntest du versuchen. Ich glaube, der ist gar nicht mehr hier. Doch, er ist hier. Gib mir ein Zeichen. Komm, gib uns ein Zeichen. Ja, wieder durch die Dots. Gib uns aber ein cooles Zeichen, nicht so ein Billo-Scheiß hier. Ja. Können wir Kamin anzünden? Zum Beispiel ins Buch schreiben. Oder lass den Markt in Flammen aufgehen. Was? Warum? Aha, warte mal. An die Scheibe geklopft. Keine Fingerabdrücke. Okay. Jetzt schreib doch endlich ins Buch. Wieder mal in die... Wieder mal Dots gemacht, der ist der größte halt. Wenn es um Dots geht, ja, das kann er. Ich glaub, der kann nichts anderes, der kann nur Dots. Also das ist... Gib uns ein Zeichen. Hat er nicht schreiben gelernt? Das kann natürlich auch sein, man weiß es halt nicht. Ich brauche noch zwei Bilder. Und... Oh, das hat er weggeschmissen. Die Tasse. Oh. Oh. Die, ach, die da auf dem Dings liegt, ist auf der Couch da. Ja, ja. Okay, gib mir noch ein Zeichen. Gib mir noch ein Zeichen, komm jetzt. Jetzt schreib doch mal in dieses dumme Buch. Aber vielleicht will er da nicht reinschreiben, weil du gesagt hast, das ist ein dummes Buch. Dann schreib ein schlaues Buch, in das lustige Taschenbuch. Wenn er jetzt angefangen hätte zu schreiben, wäre es geil gewesen. Ja. Schreibe ins lustige Buch, jetzt! Okay, mein Freund. Langsam ist es nicht mehr lustig, okay? Nee. Josephine Dexter. Josephine. Was fällt dir eigentlich ein? Sorry, war ich. Achso, ich bin schon direkt kurz erschrocken. Wieder dort, hab ich gerade mal Augenwinkel gesehen. Was haben wir denn eigentlich jetzt? Ach, wir haben oben die Spieluhr. Na gut, aber damit schreibt er ja auch nicht ins Buch. Nö, natürlich nicht. Mittlerweile kann ich dir auch nicht mal mehr sagen, ob ich am Hand hören würde, ob es ein Thay ist. Es könnte auch noch ein Raiju sein oder so, das ist halt nicht die Frage. Weil der Thay könnte sich inzwischen, könnte der schon gealtert sein, dann läuft er langsamer. Aha, gucke mal. Ja. Man muss nur meckern. Geht doch. Super. So. Ja, dann haben wir alles. Geisterbuch Thay. Knochen haben wir. Ja. Nur drei Sternefotos haben wir. Einmal smatschen, nochmal für zum Abgewöhnen. So. Ja, wunderbar. Und dann können wir gehen. Thay. Buch. Super. Perfekt. Zwar ein bisschen länger gedauert, aber meine Güte. Ja, es ist ja eigentlich freuen wir Männer uns doch immer, wenn es ein bisschen länger dauert. Ja, sicher. Ist halt nicht so schnell vorbei, die Runde, ne? Ja, genau. Man muss sich anstrengen, die nächste sofort zu starten. Wisst ihr Bescheid, Jungs? Wisst ihr Bescheid? Ja. Da ist der Penner direkt in deinem Versteck, kann das sein? Alter. Also ich hätte dir gleich sagen können, dass das ein Thay ist. Weil. Alter, ich dachte erst, das wäre ein Event. Und auf einmal sprintet die in einem Tempo auf mich los. Der Thay ist, wenn er early handelt, ist er schneller als ein Revenant. Ey, ich hab mich so erschrocken. Das hast du wahrscheinlich zu spüren gekriegt, weißt du so. Witzig. Ach, du findest halt witzig, ja, ist klar. Klar, der Markt hat lustig, findet er. Der überlebt. Wenn man überlebt, findet man Sachen lustig.
Ey, dass sie mich nicht durchs Fenster geprügelt hat, ich hätte hier im Truck liegen müssen. Hätte ich dich aufgefangen hier, hätte ich dich aufgefangen. So. Eigentlich stelle ich es mir schon ganz lustig vor, wenn du von einem Geist getötet werden würdest in Real Life und siehst dann, wie deine Leiche einfach durch die Gegend fliegt. Oh, ein Knochen. Na, super. Mein Lieblings- Tarotkarten. Nice. Nee, stimmt. Der ist leider nicht da. Der Brecher ist an. Sehr gut. Wir haben 3 Hiding Spots in der Garage. Gut. Die Mülltonnen sind auch nicht da. Ich glaube, es ist jetzt auch nichts mehr da. Wir haben nur die Ecke mit dem Holzstapeln, dann die Kisten hinterm Regal und das Regal in der kleinen Waschküche. Der erste Kellerraum, der geht noch. Alles klar. Bist du hier? Immer da? Bist du da? Bist du hier? Bist du hier? Okay, das kann ich nicht. Er ist im Keller. Kellergeist. Nimm mal die Zange weg, hier rastet er direkt wieder aus. Hier ist die Zange, hier liegt sie. Hier die Dose. Bist du... Oh mein Gott. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Schmeiß die Zange, wenn du hier bist. Ja, dann brauchst du sie ja nicht. Dann kann ich die ja nehmen. Bye. Ich glaube, der hat keine große Bindung zu der Zange. Gib uns ein Zeichen. Klar versteckt er sich hier, weil es der einzig letzte Hiding-Spot ist, da logisch. Aha. EMF-2, hat er eine UV-Lampe bei? Nee, ne? Nein. Bist du hier? Ich schaff das! Ausrennen! Okay, einmal das, einmal das, einmal das. Ich sehe erstmal keine Fingerabdrücke. Mal gucken, ob noch welche kommen. Und hey, Event, cool. Kein Oni mehr. Okay, bist du hier? Bist du in der Nähe? Schreibe ins Buch. Ich kann das erklären. Oh, geil. So. Bist du hier? Du? Die Temperatur ist mir ein bisschen zu hoch hier. Mich hätte jetzt hier schon das zweite Hey-Event getroffen. Er ist hier auf dem Gang. Alles klar, Chef. Hier, schreib ins Buch. What the fuck? Er hat hier hinten die Säge geworfen. Bist du hier? Aha, aha, aha. Irgendwas. Eine Wanderhure könnte sein. Ja, ich glaube auch. Ja, irgendwo hier. Also hier drin? Ja, die Säge. Wieder die Säge. EMF5. Okay. Ach komm. Was?
Ich glaube, der Daniel hat nur, ist nur gestorben, weil wir hier in der Ecke saßen, er hier zuerst gesehen wurde in der Ecke. Ja, wirklich. Na gut, na gut, na gut, beruhig dich. Ich schreibe ins Buch. Arbeite etwas schneller einen Schritt drauf, ne? Ja, auf jeden Fall. Entweder ein Hantu. Vielleicht aber auch ein Raiju. Ich weiß noch nicht genau, wir müssen einfach checken, was wir alles haben. Okay, erst brauche ich eine Kamera und so. Der eine ist, ja gut, die habe ich auf dem Flur stehen. Was sollen die Scheiße, schreibt der was? Hi, Zwergi. Hallo. Ja, Daniel, du saßt ja rechts und dadurch hat er dich gesehen. Wir saßen aber an die Wand gequetscht, dadurch hat er uns wahrscheinlich nicht gesehen. Oder du saßt an der Wand, wir an die Kiste gequetscht, so. Nehmen wir mal die mit runter. Dann. Unsere Sanity ist sowas von einfach kaputt, weißt du? Dezent. Das nehme ich noch mit. Und dann sehen wir mal weiter. Dann ist eigentlich alles Nötige erstmal unten. Ja, ich nehme nochmal ein Feuerzeug und eine Kerze. Dir auch schöne Grüße vom Zwergi und ja, Daniel auch, aber der ist leider gerade gestorben. Ja, dankeschön, dankeschön. Ganz lieb. Und mir geht's sehr gut. Ich reiß dem Geist den Arsch auf. Anderen auch. Schlechten Menschen geht's immer gut. Wie geht's dir denn, Zwergi? Gib uns ein Zeichen. Dann wahrscheinlich ein Raiju. Das ist von allen Geistern, der noch übrig ist, der einzige, der schnell ist. Da, was haben wir denn jetzt eigentlich? Wir haben nur EMF-5 bisher. Aber von EMF-5 ist der Raiju der einzige, der schnell sein kann. Okay. Ich mein, das freut mich, dass es dir auch gut geht. Oh, fuck. Ach, war nur ein Event. Dezent, Ja, alles gut, ich hab'n. Sehr gut. Hey, gib mir ein Zeichen noch. Das ist aber auch neu, dass die Kreuze, wenn die gebraucht werden, so komisch aufpuffen, ne? Ja, ja, sicher, die verbrennen halt. Oh, geil! Ja, ja. Danke! Der wirft mit dem Hammer nach mir. Ich glaube, der möchte mir damit sagen, dass ich gehen soll. Okay. Nein, der Daniel hat es geworfen! Das war nicht der Geist! Nein! Der Daniel hat unser perfektes Spiel kaputt gemacht. Aber warum? Achso, war er nicht. Okay, dann ist es Bug. Ich habe gesehen, der ist der Geist, schmeißt mir den Hammer vor die Füße, ich fotografiere das. Nichts. Ja, alles gut. Ich überlege gerade nur, was ich gesagt habe. Das ist ja was. Das ist halt ein Mann, das ist aber gut. Ist egal. Gut, was haben wir denn jetzt? Also ich gehe davon aus, dass der Raiju schon sein wird. Eine Kerze soll er ausblasen, hat er bisher noch nicht gemacht. Und wir müssen mit einer Jagd denn kommen, okay. Ich hätte einfach Daniel fotografieren sollen. Wäre mal ein Leichenfoto gewesen und fertig. Sogar ein 3-Sterne-Geisterfoto geschafft. Alles ganz schlimm, Leute. Alles ganz schlimm. Okay. Von daher eigentlich okay. Er hat das so schön kaputt gemacht, das Kruzifix. Der wirft hier überall Sachen um, weiß der Geier, wo der ist, ey. Aber wir müssten eigentlich mal rausfinden. Ich meine, das hier weg, deaktivieren. Ausmachen. Ja, es geht eigentlich, also. Ist jetzt. Mal ein Event. Ah, okay.
Nö, es geht eigentlich. Es ist einfach nur ungünstig, in einer ungünstigen Position gewesen. Was denn? Ach, ob der Daniel ein Dauersterber ist. Daniel nicht, nee. So, ich habe mal alle Kameras zu deaktiviert. Ich weiß aber nicht, ob es reicht, ob der Raiju, ob die weg sein müssen, die Items. Das weiß ich jetzt nicht. Was meinst du? Der Raiju wird schneller, wenn er die Energie aus Items zieht. Nee, alles gut. Ja, okay. Achso, du redest gerade mit mir. Dann ist er gut. Okay, Deckung. Doch, hatte ich gerade. Da kommt Benjamin Buckel um die Ecke und nimmt mich weg, ey, das gibt's doch nicht, oder? Ein kleiner Geisterjäger. Was ist denn mit dem Geist? Ich glaube, das ist hier gar kein richtiger Hiding-Spot, der kommt immer in die Ecke, ey. Wahrscheinlich klappt das nur, wenn er nicht weiß, dass du da bist oder so, irgendwie, keine Ahnung. Wer hat denn den Mark auch verfolgt, als er in Deckung gegangen ist, keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist ein Raiju, glaube ich tatsächlich. Kommt das Scheißvieh da um die Ecke gepillt, ey. War der bei dir auch Benjamin Buckel? Ja. Haben wir denn deine Camps eigentlich schon aufgestellt? Die Camps habe ich gerade alle abgebaut, Marc. Hast du die aufgepasst? Die habe ich einfach irgendwo hingeworfen. Danke für den Follow. Den hast du nicht verdient für die dumme Frage. Kommen dem Geist wieder an die Jagd. Gescheitert. Wasted. Wir haben nur den hier, die Kamera. Das ist aber auch ein echt. Wir sind verloren. Okay. Er hätte auch mal Pillen nehmen können. Er hat 4 Stück für sich ganz alleine. Komm, schauen wir zu, wie Benjamin Bucke sich ihn holt. Alles klar. Das ist Benjamin Bucke. Oh Mann, ey. Aber ich dachte gerade echt, dass ich deinen Hammer fotografiert hätte, den du geworfen hättest. Nee, ich hab den nicht geworfen. Und? Ja, als ob du jetzt den Mark ignorierst. Das kann doch wohl nicht sein Ernst sein. Weißt du, der rennt hier dreimal im Raum hin und her. Er ist hier! Hol ihn dir! Über den Geräusch nach. Der ist vorhin wirklich zweimal ganz gezielt hier rum. Mhm. Aber beim ersten Mal hab ich gesmatscht, dann, der mag echt ein Schwein, das gibt's nicht, ne? Oh, Junge. Hallo, Marc. Okay. Ich glaube, ich sehe doppelt. Ich sehe dich zweimal, Daniel. Ja, einmal deine Leiche, einmal hier. Das waren eher mehr 5 Wurf, hab ich bis hierhin gehört. Ah, sehr schön. Bauen wir alles wieder auf. Warte mal, hier ist doch eine Cam. Der Raiju müsste noch Dots haben und. Sehr gut. Und noch ein Orb. Ja. Und? Ey, das Glück. Weißt du, mein Vater hat schon immer gesagt, das Glück ist mit den Doofen. Ist das hier Mobbing? Ja. Stehen wir dazu? Monsieur? Ja. Monsieur, komm mal her. Komm her. Hey, ich hab einen Hammer für dich. Hammer. Alter, wie du dich bewegst in dein Outfit. Hammer. Hier. Boss! Dich rape ich in die zweite Geisterwelt, ich sag's dir. Jetzt sind wir wieder auf gleichem Level, Digga. Komm her. Ich hatte gestern eine Runde oder so, da saß einfach vor der Kellertreppe oben plötzlich ein Teddybär mit verdrehtem Kopf. Das war überhaupt nicht creepy. Genau, apropos Teddybär, wo saß denn der vorher?
Der muss dann da platziert worden sein, da war der nämlich nicht hier. Wenn ich das richtig höre, ist er hier unten ganz fix. Und sobald er die Gerätschaften verlässt, ist er sehr langsam. Lol. Weil es lustig ist, Mann. Ah, oh, Black Devil, danke für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Das ist voll lieb von dir. Samanten! Teil der Samanten! Na gut, ist noch der Jagd entkommen, aber. Ja, was denn? Das schaffe ich nicht. Also, ich gebe Raiju ein. Ey, der hat da unten jetzt nochmal 5 Sekunden gehuntet oder so. Ja, 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 hier, ich hab's hier gesehen. Da. The fuck? Raiju ist eingehakt, ja. Ah, das ist voll lieb von dir, danke. Voll cool und so. Ich bin gestorben, ich weiß auch nicht, was passieren konnte. Ja. Ich kann mir nur ehrlich gesagt nicht erklären, warum der Mark überlebt hat. Das ist so ein Mobbing-Opfer, das gibt's gar nicht. Das, ich weiß nicht, ob du einen Heiligenschein über dir hast, aber... Warum? Ja, du hast... warum? Also erstmal hat der Geist, als wir beide noch gelebt haben, zweimal bei uns in den Heilingspot reingeguckt. Einmal habe ich smatschen können, beim zweiten Mal okay, beim dritten Mal waren wir tot. So. Ja. Oder ich war tot. So, und bei dir ist der gar nicht in den Raum gegangen. Der hat wahrscheinlich auch gedacht, der Geist, ach, so blöd kann doch gar keiner sein, sich dann nochmal zu verstecken. Und ist gar nicht mehr da reingegangen. Weißt du was? Das war voll geil. Und Max sitzt da so. Ich war so pissig, ich hätte den Geist am liebsten in die dritte Geisterwelt geboxt. Das glaube ich dir. Ach ja. Okay, wer möchte die große Ehre haben, meinen auszugeben? Ja, ist doch alles da. Ist doch schon alles da. Aber, okay.